Na, das funktioniert ja super. Die Brücke ist stecken geblieben und muss angehoben werden, um sie wieder frei zu bekommen. Ernsthaft? Kann ich da nicht irgendwas drunter werfen oder so? Irgend so ein Stein oder sowas? Wie soll ich die denn bitte anheben? Kann mich ja hier, keine Ahnung, kann mir ja versuchen, hier aus Kisten einen 3-Meter-Block zu bauen oder so. Komm, ich werfe einfach mal so einen Stein da dran oder sowas. Warte. Hier. Yeah. Geronimo. Juhu. Warte mal, ich versuche mal, kann ich den drauf werfen da oben? Ah, das geht sogar. Ich nehme mal ein paar Steine mit. Vielleicht bringt das ja was. Yay! Huch. Yay! Nein! Wieso bleibt der... Der eine ist auch oben geblieben. Yay! Gibt's doch nicht. Huh. Alter! Survival! So. Ich hoffe, habt ihr den jetzt nicht auf der anderen Seite wieder runtergeschmissen. Das wäre nicht cool. So, ich nehme nochmal einen dritten nochmal mit. Alle guten Dinge sind ja drei, ne? Und jetzt gehen wir mal die Leiter nach oben. Ich probiere es mal aus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. So. Na toll. Das klappt ja super. Hey! Ich bin so klug. K-L-U-K. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Eigentlich war das nur eine dämliche, doofe Idee von mir. Ich dachte so, komm, das wird bestimmt nicht funktionieren. Ja, scheiße. Aha. Und wir gehen in die Leichenhalle. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie vor Angst. Als... das Spektakel begann und den blauen Schimmer zu lösen. Ich will gar nicht in der Leichenhalle sein. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. As for now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Let's keep going, let's keep going. Yeah, 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 yeah. Wir haben kein Öl mehr, ne? Und wir haben nichts an Lampen. Oh Gott. Wir werden so sterben. Grüner Nebel. Licht. Hier ist Licht. Was? What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody? Help! Alter. Was ist da passiert? Ich werde so langsam verrückt. Wir haben was haben wir aufgenommen? Ein kupfernes, rundes Dingen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich sag das Wort nicht. Die Leichenhalle. Willkommen. Der tote Körper ist immer noch in Totenstarre und kann nicht älter als ein Tag sein.
Oh. Oh. Ich fürchte um Daniel. Es ist so leichtsinnig. Es ist von sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa mir. Der Impfstoff, der diesem Mann ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen. Und schließlich werde ich mir von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpftes Blut wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Oh. Hallo? Nein, erstmal die mittlere. Hallo? Aha, hab's gewusst. Nackte Männer auf einen Haufen. Yay! Ich fühle mich wohl als... Oh Gott. Oh. Käsemauken. Der wollte... da irgendwie hin. Was ist denn da? Da ist ein Mann im Ofen. Für die Männer, für die Frauen, für die Männer. Und auch für die Männer. So, was haben wir hier Schönes? Können wir hier auch rein? Das wird ja mal besser. Ich habe kurz was vor. Schaut mal eben weg. Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit hier durchgelaufen. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Es tut mir leid. So. Was ist das für ein Raum? Soll es die Duschen sein? Volles Fußbad. Ich hoffe, ich kriege keinen Fußpilz, wenn ich hier durchlaufe. So. Die mysteriösen Totenfälle unter den Bediensteten und den Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen giftigen Pilz befallen ist. Die Krankenstation scheint extrem schnell in den Opfer ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise von diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen streben schnell und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort einen Impfstoff entwickeln. Ich muss sofort versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln. So, das war ja jetzt nicht so spannend. Kann ich denn? Wo komme ich denn jetzt weiter? Was haben wir denn? Kann ich? Warte mal. Das kann nicht kombiniert werden. Sicher? Habe ich Öl gefunden? Nein, habe ich nicht. Wie er mal läuft, ne? I'm running! Okay. I leave you alone. Bye bye. I'm in the showers. Oh my god. Ah, this is amazing. Ah. A man. The man showers on. It's crazy.
So, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe hier... Hier komme ich zurück, ne? Vielleicht muss ich hier später nochmal hin. Ich gehe nochmal eben, bevor ich hier ganz verrückt werde. Ne? Die wunderschöne wilde Orchidee erschien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider war es Alexanders Studio und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Kann ich die Brücke drehen? Weil es ja auch nur so ein Hebel ist hier. Die war doch gerade nicht da. Kannst du mal erzählen, was du willst. Ja, Geronimo! Zisterne. Haben wir doch gerade. Das blaue Licht blendete ihn, genau wie die dunkle im Grab in Algerien. Es war so bezaubert schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Das kennen wir ja schon. Und hier sind wir jetzt irgendwo in der Kanalisation, glaube ich. Wovon wir gerade schon etwas erfahren hatten. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drink? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. Warum habe ich nur so das komische Gefühl, dass wir im Wasser wieder Besuch haben werden? So wie bei dem einen Level. Hui. 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 Ich bleib mal außerhalb des Wassers. Mal gucken. Yay. Yay. Was habe ich gesagt? Ein Zettel. Ja, ich will es selber lesen. Danke. Nein. Tagebücher. Entdeckung von Daniel Düsentrieb, 7. August 1839. Es besteht kein Zweifel daran, dass Alexander fest an das glaubt, was ich ihn nur als Zauberei beschreiben kann. Ich bin nicht überrascht. Schon als ich ihn durch Europa reiste, wusste ich, dass ich übernatürliche Kräfte brauchen werde, um meinen Verstand, um mein Leben retten zu können. Auf demselben Gebiet bin ich ein völliger Neuling und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um mich nicht täuschen zu lassen und mich nicht zu sehr von meinen Zweifeln leiten zu lassen. Alexander weckte mich früh und er sagte mir, es wäre Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Er schien offensichtlich darüber, sich zu freuen und wir gingen nach unten in den alten Kerker, wo er gewöhnlich seine Rituale durchführt. Es stellt sich heraus, dass Alexander ein echter Mann der Renaissance ist, der sich nur mit Da Vinci vergleichbar ist. Er zeigt mir verschiedene Räume, die speziell für die Forschung in Gebieten wie Anatomie, Alchemie und Botanik ausgestattet wurden. Die Krone Brandenburgs muss das innere Heiligtum sein, ein heiliger Boden, wo wir den Schatten der Kugel für immer verbannen wollen. So, was können wir hier machen? Können wir drehen? War eine gute Idee, an dem Rädchen zu drehen. Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Was heißt das jetzt für uns? Oh Gott. Ist da jemand drin? Spring mal da hoch. Wie komme ich denn? Alter, was? Willst du mich verarschen?
Es ist ja eine rostige Kette an der Decke befestigt. Kann ich da irgendwie... Habe ich was zum... Ah, hier. Geht das? Okay. So, wo geht's hier hin? Was kann ich hier machen? Da, ein Rädchen reden, hier einen Zettel lesen. Ja, ich will's selber lesen. So, Tagebuch, 2 von 3. 8. August 1839. Ich konnte mir noch nie so sicher sein wie heute, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. Mit meiner Kugel schaffte Alexander es, seine Macht auf uns zu richten. Das innere Heiligtum flammte in einem blauen, feurigen Licht auf und ich konnte das gleiche fühlen wie damals in der dunklen Kammer in Algerien. Es war, als stünde ich in einem wilden Strudel voller Eindrücke. Es war erschreckend, aber Alexander blieb völlig ruhig und benutzte seltsame Werkzeuge der Wissenschaft, um den Sturm zu zähmen. Plötzlich wurde das blaue Licht mit Rot durchzogen und die Wächter brachen unter pulsierenden und was brachen unter pulsierenden Nachhallbeben. Was Beben? Nachhallenden Beben. Alexander bedeckte schnell die Kugel mit einem Tuch und die entsetzliche Szene beruhigte sich wieder. Anscheinend ist der Schatten der Kugel näher, als Alexander dachte. Er sagte, ich sollte mich für ein weiteres Ritual morgen vorbereiten. Ich weiß nicht, was genau er erwartet, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Hi, HTB, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play von Amnesia The Dark Descent. War ich nicht. Und jetzt? Da waren wir noch nicht gewesen, ne, oder? Der schnellste Weg ist hier lang. Ich probier's mal. Der war hinter uns, der Drecksack. Aua, Alter! Uah. Aua! Willst du mich verarschen? Ach komm, hör auf! War doch gerade aus. Ach, guck mal hier. Achso, damit kann ich die Rohre abstellen. Die Rohre. Er hat Rohr gesagt. Einfach so. Und die dritte Notiz wahrscheinlich. Ja, war klar. So. Tagebucheintrag, 3 von 3 Entdeckungen. 9. August 1839. Es ist noch früher Morgen und Alexander ist damit beschäftigt, das Ritual vorzubereiten. Ihn so aufgeregt zu sehen, lässt mich nach dem Grund fragen. Was kann er bei der Sache gewinnen? Ich stelle fest, dass er neugierig bezüglich des ganzen, dieser ganzen Angelegenheit ist. Aber ich bin mir sicher, da ist noch mehr. Ist er ein solcher Narr? Wird er wirklich versuchen, die Macht der Kugel zu zähmen? Als Alexander gestern das innere Heiligtum mit dem blauen Licht überflutete, wurde mir bewusst, dass wir das wahre Potenzial der Kugel nur im Ansatz gesehen haben. Das Ganze könnte mehr bedeuten, als nur ein schleichender Schatten zu entkommen. Es könnte der Anfang von etwas wahrhaft Außergewöhnlichem sein. Ja, was mögen die beiden dort gesehen haben? Ich bin mir nicht sicher. So, haben wir denn hier... Hier kann ich nochmal drehen, ne? Chaos Queen 81, grüße dich, willkommen. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play von Amnesia The Dark Descent. Wo ist hier der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde sterben. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ja, ich werde sterben.
Oder auch nicht. Was passiert denn jetzt hier? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Die Stimme ist nicht mehr zu hören. Haben wir jetzt jemanden umgebracht? Oh Gott. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wie komme ich hier raus? Oh Gott, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Was? Ich muss hier weg. Oh Gott, ich muss hier weg. Fürchterlich. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wie komme ich hier raus? Oh Gott, wie komme ich nach rüber? Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Aber es zeichnete sich wieder, weder Formen noch Hindernisse. Was müssen wir denn jetzt tun? Müssen wir hier rüber jetzt? Wir haben jemanden umgebracht. Ich weiß nicht wer. Der war da irgendwie im Dings. Voll Bock, gleich Ben und Ed zu spielen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ben und Ed, falls euch das nicht sagt. Habe ich irgendwas eigentlich bekommen? Ein leerer Glasbehälter. Wofür ist eigentlich die Kurbel? Es fehlt etwas, okay. Aber was? Hier, schneidet einfach auf. Aber wo müssen wir jetzt hin? Und was, was? Gar nicht, was wir machen müssen. Eieiei. Psst. Ja, psst, 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 psst. Ich habe keine Fragen an dir. Na, alles gut bei euch? Hoffe doch. Ja, bei mir ist alles super. Ich hoffe bei dir auch, Hayati B. Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und die Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Es war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Haben wir auch schon gelesen. So, wir müssen die Tür da unten öffnen, aber ich weiß nicht genau, wie. Warte mal, haben wir denn... Da unten war auch noch ein Raum, ne, glaube ich, oder? Kommen wir hier nochmal runter? Ja, kommen wir. Mal gucken. So. Was ist denn hier eigentlich? Freunde. Wo komme ich hier hin? Alter. Uah. Ja, ist gut. Okay, da unten sterbe ich von irgendwie Nebel oder so. Keine Ahnung. Also müssen wir wahrscheinlich da unten irgendwie... den Nebel wegbekommen. Die Frage ist nur, wie? Das müsste ja hier sein, oder? Ne, Leichenhalle waren wir ja, ne? Danke, auch gut. Das ist super. Alter, 21 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zu Let's Play Live Show. Hallo! Ihr seid ja verrückt. Vielen lieben Dank und willkommen. Wir müssen das Gas... Warte, ich gehe nochmal drüben hin zu dem Raum mit dem Wasser. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Alter, 21 Zuschauer.
Ich stelle mir es gerade vor, 21 Zuschauer würden jetzt hinter mir stehen und mir über die Schulter gucken. Ich wäre so nervös. Ich könnte gar nicht spielen. Ich fühlte mich dann beobachtet. So. Zisterne. Gehen wir mal zur Zisterne. Das haben wir auch schon gelesen. Ich glaube, wir machen gleich mal ein kleines Päuschen. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Aber ich müsste mal für kleine Jungens und große Mädels. Ja. So. Okay. Was kann ich jetzt hier tun? Kann ich hier... Warte mal. Ist er noch hier? Ja, der ist noch hier. Lalalalalala, ich laufe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort draußen singen die Sterne. Und im Wasser ist was mit mir. Okay, wo waren das andere? Das andere Ventilrad. Da war noch. An einer Ortschaft waren noch zwei gewesen. Wo waren das? Das suche ich gerade. Uah, nein! Alter, auf damit! Uah! Scheiß mir die Hose. Ach, hier haben wir ja nur... Stimmt ja. Hier haben wir nur das Gas abgedreht, damit wir uns hier nicht die Füße verbrennen. Uah. Aber sonst haben wir ja alles geschafft, oder? Aber wo sollen wir jetzt hin und... Was sollen wir jetzt machen? Bin ich hier... Okay, ich kann im Wasser... Oh, hier sind Fische! Hier sind Fische, guck mal! Oh, wie süß! Hast du alle Gegenstände an der Leiche getestet? Vielleicht nicht alle. Aber ein paar... Ich versuche gerade erstmal hier. Hallo? Na, geh doch hier. Ich würde gerne nochmal. Können wir nochmal ausprobieren? Mit der Leiche. Natürlich springe ich vorbei. So. Aua. Okay, da stand das Monster. Ratespiel hier ist nicht so meins. Ja, es ist aber bei dem Spiel ist es nun mal so. Aber ich find's voll geil. Mach das mal. Hast ja so ein dünnes Rohr bekommen. Er hat Rohr gesagt, komm wieder. Warte mal, kann ich das kombinieren mit dem hier? Du guckst doch gerade heimlich ein Let's Play oder so. Sei ehrlich. So. So. Warte mal. Yeah. Da bin ich wieder im Bild. Wo war die Leiche? War die hier? Natürlich nicht. Bevor wir da ankommen, werden wir total verrückt und sehen Geister. Das Geräusch, wenn die Lampe nicht geht, ne? So. Das dringt nicht in den Schädel ein.
kann ich... Und jetzt? Es ist nicht nötig, das noch einmal zu injizieren. Kann ich jetzt? Ja, und jetzt? Was hat er denn jetzt injiziert und wieso? Was soll ich denn jetzt machen? Alter, wie eklig das aussieht. Hilfe. Aber was soll ich denn jetzt tun? Die Männer, das ist noch die, das ist nochmal noch der Popo-Club. Da unten. Hier auch. Die will ich nicht stören. Aber was soll ich denn jetzt machen? Was bringt mir das denn jetzt? Der Bohrer ist kaputt. Es ist nicht nötig, das Blut noch einmal zu injizieren. Wir haben unser Blut jetzt in dem injiziert, oder was? Oder wie? Oder... Komm, ich schnall... Oh, ii, Alter! Oh, ii! Oh, ii, Alter! Boah, nimm das weg! Ii! Ist ja voll der Puller-Alarm! Oh, guck mal, das Messer schon unter der Brust. Oder unter dem Bauch. Oh, ich habe gerade einen Penis gesehen. Jetzt darf ich das sagen. Schon nach 22 Uhr. Alter, boah. So. Da kommt jemand. Der will den Penis abschneiden. Oh mein Gott, er hat Penis gesagt. Er hat Penis gesagt, einfach so. Hat er ein G gestellt oder warum quietscht das so bei dem? Wo muss ich hin jetzt? Kann ich einfach... Ich probiere es einfach mal. Auch wenn ich sterben sollte dabei. Ich bin nicht da. Geh weg. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Ist wahrscheinlich der dicke Nachbar von Daylight. Geh weg! Er ist nicht hier drin. Wundert mich ein bisschen. Geistlicher Zustand. Ich glaube, er ist weg, ne? Kann das sein? Aber wo ist er hin? Und wo müssen wir jetzt hin? Ist die Tür jetzt offen oder was? Ich habe keine Angst. Nein, auf keinen Fall. Angst, was, das kenne ich nicht. Ist mein zweiter Vorname. Ich glaube... Ja. Ich glaube, wir machen an der Stelle, machen wir jetzt für YouTube mal eben eine kleine Folgenpause. Und dann geht's spannend weiter in der nächsten Folge auf YouTube. Bei... Ja. Amnesia The Dark Descent. Also, bis gleich.